So, Leute, und willkommen zurück zu Let's Play. Ich wollte schon Pokémon sagen. Zelda Skyward Sword. Im letzten Part konnten wir unseren Wolkenvogel retten und diesmal können wir jetzt endlich die Prüfung ablegen. So, ich muss ja schnell meine Maus zur Seite legen. Jo, schon besser. Der Wolkenvogel ist einfach unglaublich. Und das nach all dem, was er heute schon durchmachen musste. Ich will nur meinem Vater berichten. Ja, während deiner mich geschleppt hat und dich obendrauf und naja, dann kaputt war. Hey, Link, komm nicht du. Ach, du hast ein Federpiepi gefunden? Wir haben es am Morgen geübt. Warum kriegt deine Nix-Kinder wie du eigentlich immer eine Extrawurst, hä? Und jetzt tauchst du hier auch noch mit Zelda auf. Allein traust du dich wohl nicht, was? Zelda, lange nicht, sind seit unserer Kindheit gute Freunde. Moment mal, Link kann nicht reden. Da wird jetzt eine Mächtige was verfallen, stimmt's? So ist es doch, oder? Barbara redet die ganze Zeit davon, dass er Zelda heiraten wird und sie dann für immer zusammen sein sind. Ha! Der Sieger der Zeremonie, das werde natürlich ich sein. Helfer der betretenen Göttin hatte Zelda den Paraschal. Und niemals werde ich zulassen, dass jemand anderes mir dieses Geschenk wegschnappt. Es ist von ihr selbst gemacht. Paraschal, den sie selbst getragen hat, in meiner Hand. Er riecht bestimmt toll. Ist das mal zu Bier oder was? Und dann noch die Zeremonie für den Sieger auf die Statue der Göttin. Nur wir beide, ungestört, Zelda und ich ganz allein da oben. Hinter dir! Hinter dir! Was ist denn? Stört mich nicht. Oh. Ah. Wir beide wie? Ganz allein, ja? Ja, also Link, gut, dass du dein Wolkenvogel gewonnen hast. Das wird ein guter, ehrlicher Wettkampf. Bis dann, Zelda. Und bei der Zeremonie immer schön auf mich schauen. Ja, ich bin der fliehen kann. Boom, da stampfte davon. Hey, Bardo, warte vor uns! Mitläufer. Ein guter, ehrlicher Wettkampf, da hätte ich ja einiges dazu zu sagen. Link, kümmere dich nicht darum, was sie sagen. Gib heute dein Bestes, ich glaube an dich. Versprichst du mir zu gewinnen? Klar, Nummer 2? Bitte, das hätte ich nicht von dir erwartet. Link. Ich wollte gerade, die Zeremonie beginnt. Die ausgewählten Schüler, bitte den Start. Yay. Also dann, Link, bis gleich. Jupp, ich werde gewinnen. So, starten wir gleich. Ah. Oh mein Gott, was haben die gefressen, dass sie so furzen können? Will ich auch haben. Ich will auch Regenbogenfurz machen. Und ich spreche zusammen, oder auch nicht? Schade. Ernsthaft, was geht euren Vögel zu fressen, bitte? Unheimlich. Sehr gut. Beginnen wir also mit der Vogelreiterzeremonie. Es sah so aus, als würde Link nicht teilnehmen können, aber jetzt sind alle hier. Ich erkläre nun die Regeln. Es gibt Regeln. Ich lasse einen Wolkenvogel fliegen, der einen Vogelflügel trägt. Auf mein Signal springt die Durchdrückung von A los und springt vom Steg ab. Vergesst mir nach dem Abspringen von lauter Aufregung bloß nicht nach unten zu drücken, um eure Vögel zu rufen. Sieger ist, wer als erstes Durchdrücken von A die Vogelfigur in seinen Besitz bringt. Nicht so schwer, oder? Habt ihr die Regeln verstanden? Klar. Gut. Sieger rückt in die Oberstufe der Ritterschule vor. Außerdem wird ihm eine große Auszeichnung verliehen. Diese Auszeichnung wurde von einer jungen Dame, die als Vertreterin der Göttin aus der Welt wurde, persönlich angefertigt. Und zum 25. Jubiläum, hahaha, unserer Schule wird die Übergabe dieser Auszeichnung auf der Statue der Göttin stattfinden. Die Vertreterin der Göttin, die ihren selbst angefertigten Preis sehr persönlich überreichen wird, ist, wie ihr wisst, Zelda. Zeigt, was ihr bei euren täglichen Übungen gelernt habt. Und ich will nicht sehen, dass jemand mit Gegenständen wirft oder andere Teilnehmer angreift. Das gilt besonders für dich, Bardo! Ich liebe diesen Humor. Alle auf ihre Plätze. Link, du hast eine blöde Startposition, aber okay. Los! Ich bin der Erste, ich bin der Erste, ich bin der Erste. Wuhu! Geronimo! So, jetzt geht es einfach darum, die Vogelstadt vor den anderen Deppen zusammen, zu schnappen. Ja, da hinten ist sie, okay. Erstmal ein bisschen Tempo. So, ich geh mal. Na, ah,
Okay, ich muss sagen, ich mit der Steuerung bin ich nicht ganz zufrieden im Fliegen. Bin manchmal ein bisschen zu unpräzise. Ich sehe sie, ich sehe sie. Geh mal ein bisschen hoch. Geh weg. Komm, 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 komm her. Komm her, du Vogel. Komm her. Wo bist du da unten? Ah, ich komme näher. Ich komme näher. Ah, ja. Ich komme, Vogel. Ich komme. Ey, nicht abhauen. Ja. Ja, ich weiß, dass der Vogel da oben ist. Da, okay. Also ich glaube, man kann hier gar nicht verlieren, sofern ich weiß. Komm her. Wie gesagt, Steuerung mag ich nicht so. Ja. Jetzt schnapp ihn mir. Schnapp ihn. Schnapp ihn. Ah, fast beinahe. Scheiße. Mist. Gut, das ist das Einzige, was ich wirklich nicht kann, fliegen. Sonst bin ich ja gut mit der Steuerung, das ist eben Schwert. Oh, ja, schnell, schnell. Ja. Ja, wo ist der Vogel? Wo ist der Vogel? Wo ist der Vogel? Da unten. Nein! Bin da vorbei! Nein! Ja, da ist er, okay. Den schnapp ich mir. Oh Mann! Ja! Wie blöd, da fliegt denn der Vogel? Ja, jetzt nein! Das war so knapp! So, jetzt aber! Nein! Vorbei! Mist! Leute, ihr könnt, glaube ich, ihr könnt ruhig. Vorsprung. Aha, jetzt habe ich ihn beinahe gehabt. Jetzt! Ah. Aber. Hey, was soll das? Das ist mein Triumph, nicht deiner! Worms, jetzt werfen die, glaube ich, auch mit Sachen nach mir. Du magst es mit Badewanne legen, die ist kleiner, wer ist der Klein? Jetzt werfen die auch Sachen nach mir, ja? Die können mich kurz stunnen. Und jetzt. Aber. Oder. Ja. Das passiert dann. So. Hab's ja auch mal demonstriert. Ich wollte nur zeigen. Hust, hust. Ich hasse diese Prüfung. Da habe ich beim ersten Mal durchspielen, natürlich. Aua! Gut, zwei oder drei. Ja, versuche nicht. Ich meine, Stunden mehr. Jetzt! Ha! Hab ich dich! Und du hast die Vogelstatue erhalten. Yeah. Hatte, glaube ich, nur 200 Stunden gebraucht, sogar. Gibt sicher Leute, die schaffen es in einer Minute. Und ich bin so ein Noob. Ich bin so ein Noob. So ein Noob. Wuhu, ich bin der Sieger. Link. What the fuck? Hilfe! Nein! Kannst du mir ziehen, bitte? Wow. Oh, so ein schöner Moment. Sei nicht so ängstlich. Hallo, du wärst beinahe gestorben. Herzlichen Glückwunsch, Link. Die Zeremonie geht weiter. Auf zur Statue der Göttin. Und warum fliegt da ihr Wolkenvogel, wenn ich sie trage? Nach, ich frag gar nicht erst. Und sie fliegen im Kreis, wie Geier, die auf Nahrung warten. Oh Gott, sie wollen uns essen. Link, du musst ihnen die Vogelfigur der Göttin darbringen. Ja, und warum machst du es dann? Und nicht ich? Na, egal. Ist ja nicht so wichtig. Oh, ein Liedchen. Ich finde die Melodie so genial. Zelda, willst du mich heiraten? Ich meine, große Göttin, die du uns seit Urzeiten beschützt, an deiner Stelle führe ich diese Zeremonie aus, hoffend auf deinen Segen. Siegreicher Jüngling, nach alter Sitte schenkte die Göttin ihren Segen, auf dass die Winde dir und deinen Wolkenvogel stets gewogen sein mögen. Oh Gott, sie zieht sich aus, na endlich! Link, schau hin, Mann! Link! Sie strippt, Mann! Oh mein Gott, ich meine. Segen der Göttin, ein weißes Segel, tanzt in den Wind, für dich. Oh cool, wir können jetzt Segelboot fahren. Du hast den Paraschall erhalten. Mit dem kannst du auch dann sicher landen, wenn du von hohen Orten hinabspringst. Punkt, Punkt, Punkt. Er riecht vertraut. Ernsthaft, das ist echt ein bisschen verlassen Haut, Nintendo. Was soll das denn? Das ist eine heilige Zeremonie.
Der Paraschal, man sagt es, die Göttin seit Urzeiten den von ihr Auserwählten zukommen lässt. Aber natürlich kommt dieser Schal nicht direkt von der Göttin. Ich habe ihn selbst für den heutigen Tag gewebt. Ich bin so froh, dass du ihn bekommst. Pass gut auf ihn auf, ja? Du kannst dich darauf verlassen. Danke, Link. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. Was wird das? So, das war's also. Du weißt, was du jetzt tun musst? Oder etwa nicht? Ja, mir klar. Ich habe Angst. Tut mir leid, aber ich glaube, jetzt bist du gefragt. Zelda, ich meine, Augen zu und durch, Link. Von hier aus springst du runter. Was? Ich will dich küssen, verdammt! Sieh dir das runde Bodenrelief vor der Statue der Göttin, dort, dann bedeutet die Zeremonie zu vollenden. Wenn du gesprungen bist, musst du kurz vor der Landung B drücken, um den Parachute zu öffnen. Öffne den Parachute erst im letzten Moment, um deinen Heldenmut unter Beweis zu stellen. Also dann, bist du bereit? Was? Hilfe! Nein, nicht! Hilfe! Schon wieder will sie mich umbringen. Was habe ich hier getan? Habe ich ihre Unschuld geraubt? Na gut, dann landen wir halt so. Und zack. Bams. Ihr hasst es, Zelda. Ihr versucht uns so umzubringen. Ja, du fliegst natürlich runter, ja. Krieg jetzt einen Kuss? Das hast du toll gemacht, Link. Er grinst einfach, obwohl sie ihn umbringen wollte. Ja. Er ist auch noch so ein schwanzgesteuerter kleiner Blondin. Ich tu's. Und jetzt? Sag mal, Link, jetzt hast du schon gewonnen. Ja. Das Wetter ist schön und auch der Wind bläst nicht zu stark. Ja. Also, wie wäre es mit einem kleinen Ausritt über den Wolken? Link, gerne. Immer wieder gerne. Ich nehme schon 12 Minuten auf. Ach, ich nehme mal auf Stücke auf. Ich habe keinen Bock, immer 15 Minuten zu machen und dann zu schneiden und so. So zu beenden, meine ich. Link! Hör mal, Link! Jo? Den heutigen Tag werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ich freue mich so, dass du gewonnen hast. Und dass wir jetzt zu zweit wieder unterwegs sind. Was für ein schöner Tag. Ja, zwei versuchte Morde. Hust, hust. Und Link lächelt einfach nur. Wie immer. Weißt du was, Link? Du und ich, wir. Ja? Ach komm! Spiel! So hat sie gerade gesagt, dass sie uns liebt, dass sie mich liebt. Hey, was? Oh. Ein kackbrauner Tornado. Oh Gott. Das ist scheiße. Was ist das? Wow. Zelda! Zelda! Oh. Nein! Zelda! Oh Gott, nein. Und wir fallen. Ich falle. Link! Was denn jetzt da? Ich hallo? Wieso haben wir das Übungsspiel eigentlich noch? Ich frag mich gerade nur so. Naja, egal. Ich warte auf dich. Die Zeit des Erwachens ist gekommen. Meine Kraft wird benötigt, um eine große Bestimmung zu erfüllen. Link! Zelda! Zelda, nein! Zelda! Oh nein, das Monster.